Ay, ay, ay. All right, let's go. So ein dummer Tod. Nehme ich auf? Ja. Oh, das kündigt sich ja doch schon an, dass dieser Run hier scheiße wird. Wird er definitiv. Ach Mann, ey. Warum ist es? Ach Mann, das ist einfach so frustrierend. Ich hoffe wenigstens, dass der Sound eigentlich ganz gut ist und dass man eigentlich versteht, was ich sage. Wenn nicht, dann halt eben nicht. Ich hoffe, dass ich hier relativ schnell durchkomme, aber wenn nicht, ist auch nicht so mega schlimm. Ich habe ja keinen gewissen Timer an. Ich will einfach nur das Spiel spielen. Bis zum zweiten Boss, den kill ich und dann werde ich aufhören. Stage 3 werde ich nicht machen, weil einfach, ja. Weil der eine Screen da einfach viel zu schwer ist. Und wie ihr hört, ich habe ein wenig an der Musik herumgeschraubt und habe ein paar Screens geändert. Nicht viele, aber ein paar. Na. Komm. Und nein, ich werde die Item-Stages nicht machen. Dafür bin ich noch zu Hobo-mäßig schlecht. So, dieser Screen ist schwer. Könnt er sagen, was er wollte, er ist schwer. Ach, Mann, ey, warum fuck... Wer verkackt denn an Gate-Jumps? Ja, die Geschichte, alle die auf Discord sind, kennen sie schon. Das ist einfach unglaublich, was in der Früh passiert ist. Das hat mir jetzt wirklich meinen Tag ruiniert. Ich will nicht sagen, dass es mein ganzes Wochenende ruiniert hat, aber... größtenteils hat es das. Ach man, das war wirklich... sehr, sehr schade. Und das ist das Ärgerlichste, was mir in meinem gesamten Leben hier passiert ist. Das hätte echt nicht passieren dürfen. Dieses Screen hier ist echt eine Bitch. Ich versuche auch gar nicht so viel zu reden eigentlich. Ab und zu leckt es ein bisschen. Oder ruckelt es minimal. Ja, das hat jetzt den Tod verursacht. Verkacke es jetzt bitte nicht. Ist da oben, okay. Die kann mich auch töten übrigens. Okay, das lief besser als sonst, dieser Screen eigentlich. Das lief gar nicht mal so schlecht. Sogar sehr gut. Was kam denn danach? Ach, danach kam das. Oh. Oh. Ich hasse diese Diagonals. Das sind die allerschlimmsten. Ich finde da sogar Double Gates leichter als die da oben. Und das meine ich so, wie ich sage. Und das war gerade der unnötigste Tod aller Zeiten.
Nein! Ey, komm! Okay, ich glaube, dieser Run wird der größte Scheiße aller Zeiten. Ich werde hier 3 Stunden dranhängen. Während ihr euch hier den Arsch ablacht, wo ich an der leichtesten Scheiße der Welt sterbe, finde ich das ehrlich gesagt ist nicht so lustig. Aber wenn man ein I Wanna Be The Guy Spiel spielt, dann vergisst man sehr schnell die Zeit. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich hasse diese Diagonals. Es gibt einfach nichts Schlimmeres. Triple Gate? Wer hat hier Triple Gate gesagt? Immer her damit. Besser als diese Diagonals da oben. Dankeschön. Boah, jedes Mal, wenn ich diesen... Okay, sehr schön. Dieser eine Abschnitt, ne? Aber es läuft ziemlich... Und nein, ich hab's ja schon gesagt, ich werde die Secrets nicht machen. Einfach, weil ich dafür noch nicht gut genug bin. Aber so sehr braucht man die Secrets eigentlich nicht, die Items. Ist ja schon hilfreich, wenn man sie hat, aber... Ja, komm. HP der Bosse. Man kann auch so ungefähr abschätzen, wie viel sie noch aushalten. So dramatisch ist es jetzt nicht, wenn man das Item nicht hat. Und ich komme ja eigentlich gerade eben ziemlich gut durch. Bis jetzt. Es wird sich alles im Turm noch ändern. Im Turm... Sobald ich am Turm ankomme, dann gehen die Fails erst richtig los. Und der Boss könnte auch ein Problem werden. Boah! Okay, okay. Okay, das war gerade eben richtige Scheiße. Ich bin mit meinen Fingern abgerutscht. Wem passiert das denn? Und ich habe meinen Bildschirm voll gespuckt. Hä? Warum bin ich jetzt gestorben? Was bin ich denn jetzt eigentlich so doof jetzt? Es darf doch nicht wahr sein, dass ich jetzt gerade eben so behindert bin. Mach das nicht noch. Mach das nicht nach. Das war gerade sehr riskant. Na gut, aber wenn ihr keine andere Wahl habt. Oh Gott, war das knapp. Ach, jetzt kommt das hier. Nein, nein, nein. Und ich hab's... In meinem legendären Run hab ich's gefirst. Right, ey. Diesen Screen hier. Bitte verkack es nicht. Bitte verkack es nicht. Bitte verkack es nicht. Du bist so ein... Nein. Ich bin noch keine 10 Minuten hier in diesem Speedrun drin und schon heule ich mir hier die Seele raus. Ich will einfach nur hier durch. Lasst mich alle einfach nur in Ruhe. Ich will zu dem scheiß Boss, ab dann wird alles leichter. Naja, will ich so nicht sagen, aber... Vor einer Stelle habe ich ganz besonders viel Angst. Und nein, ich verkacke, seht ihr das, Leute? Ich sacke! Oh nein. Ne, als ob ich das hochladen werde. Als ob ich das hochladen werde. Ich spiele ja mega schlecht. Ich spiele ja mega schlecht. Hallo, was ist denn mit mir los? Und heute früh lief alles so super.
Puh. Boah. Alter, jedes Mal, wenn ich diesen Scream mache, kriege ich einen halben Herbst. Einen halben Herzkollaps. Alter, okay, ich spiele jetzt richtig schlecht. Aus irgendeinem Grund. Schlechter als sonst. Okay. Der Screen ist easy, wie man sehen kann. Jetzt wird's schlimm. Als ob. Als ob. Als ob. Als ob ich das gefirst-tried habe. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Okay, das war easy. So, jetzt kommt das Schwerste im gesamten Spiel. Dieser Safe hier. Ihr habt ja nicht den blassesten Schimmer, was für eine Qual das ist für mich. Hier, yeah, aber Sino, wenn dieser Screen doch so kacke schwer ist, warum tust du ihn dir dann an? Yes, yes, yes! Alter, Alter, Alter! Nehme ich auf! Ja, ich nehme tatsächlich auf! Leute! Ist das incredible? Ist mir scheißegal, ob irgendetwas mit dem Sound nicht richtig ist. Das kommt auf jeden Fall auf YouTube hoch. Und ich darf auf gar keinen Fall vergessen, die Aufnahme zuerst zu beenden. Alter, das war so gut. Das war gerade so gut. Ich habe das gefirst-tried mehr oder weniger, oder? Ich glaube, ich bin da nur einmal gestorben jetzt. Alter Schwede, es ist tatsächlich schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Jetzt muss ich halt eben nur hier durch und das ist auch leichter gesagt als getan. Aber das Schlimmste haben wir hinter uns in Stage 1. Es gibt eine Stelle im Spiel, die ist, glaube ich, noch schlimmer als diese Trigger-Scheiß, aber nein, was mache ich denn für eine Affengrütze? In die Mitte und dann hier das da so machen und alles paletti. So, jetzt nicht abkacken. Und natürlich kack ich ab. Ja! Yes! Haha! Stage 1 geschafft. Und jetzt der Boss. Komm, dich rotz ich weg, Vieh. Ich mach dich kaputt. Na gut, okay. Aber der ist echt nicht so leicht. Vor allem die Mikrophase. Die haut dir richtig auf den Dez. Oh, Mokuchiki 2 Speedrun abgehakt. War das gut, ey. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, dieser Moment, dass ich diese Phase mit den ganz, ganz vielen Triggern mehr oder weniger gefirst-tried habe, ist ein unvergesslicher Moment. Als ob. Als ob das wirklich passiert ist. Alter Schwede, ich bin so gut, ey. Oh, Mann. Oh, wie cool.
Kommt schon, Leute, das war echt geil. Müsst ihr mir zugeben, da müsst ihr mir einen riesen Pluspunkt geben. Ja, dieser Boss ist eigentlich nur Pattern auswendig lernen und dann hast du den. Außer beim Avoidance, da hast du nochmal größere Probleme. Alter, das war gerade sehr knapp. So, jetzt kommt hier diese blöde blauhaarige Bitch und dann... Ich mag diese Frau nicht. Könnt ihr sagen, was er wollte? Ich mag sie nicht. So, bitte. Alter, wenn ich das hier first try, dann ist hier Bierabend. Heute, Leute. Leute, heute... Und ich trinke kein Bier, aber dann könnt ihr euch ein Fass aufmachen. Dann habt ihr euch ein Bier verdient. Fürs nicht imaginäre Anfeuern. Alter, ich bin der dümmste Mensch auf diesem Planeten. Das ist nicht wirklich... Nein, nein, nein. Lass das gerade nicht passiert sein. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut. Habt ihr... Kriegt ihr halt eben keinen Bierabend. Dafür aber morgen. Morgen ist Sonntag. Könnt ihr auch noch ein Bier trinken, so ein Sonntagsbier. Nein, ich habe diese Bitch-Phase. Ich hasse diese Frau. Was war ich da für eine Scheiße gerade eben? Okay, ich habe hier gerade die übelsten Stunts gemacht, aber ich lebe noch. Ich lebe ja noch, Alter. Das lief so gut in dem blöden Turm. Das lief so unglaublich gut. Das war gerade jetzt auch eine sehr gute RNG mit dem Schnee. So, jetzt komm hier, mach Feierabend. Mach Feierabend hier, mach Ende. Alter Schwede. Lass mich einfach nur hier durch. Ich will diesen Run hier beenden. Nein, nein, nein. Alter. Nein. Bitte. Ja. Ja. Yes. Es läuft, Leute. Das ist mir jetzt egal, dass ich gestorben bin. Es läuft. Jetzt kommt sowieso die leichteste Phase vom Boss. Die zweite Phase ist immer einfach bei dem Boss. Bei den meisten Bossen ist die zweite Phase immer easy. Wenn ich gerade mit den Kugeln übelstes Pech habe, muss ich sehr gut zielen können. Hier so. Zack, zack. Die Äpfel von der blöden Bitch sind auch nicht gerade sehr gefährlich. Boah, aber das war ein bisschen gefährlich. Und sendet mir jetzt bitte, und alle, die Mikro mögen, sendet mir jetzt einfach bitte keinen Hate. Ihre Lieder sind okay. Aber das heißt nicht, dass ich sie in diesen Spielen hier mag. Haben wir es verstanden? Gut. Na komm, stirb. Jawohl. Und das Ganze unter 100 Tonnen. Ne, Tyler. Lass mich in das Portal. Dankeschön. Alter, das lief so unfassbar gut. So, jetzt kommt Stage 2. Ich bin echt erleichtert. Bitte, bitte, Aufnahme, verkackt bitte nicht. Ich schwöre, ich reiß mich auseinander, wenn das jetzt irgendwie verkackt. Aber das kann eigentlich nicht mehr verkacken. Oh, ich habe jetzt echt Angst, dass die Aufnahme jetzt hier failt, weil irgendetwas schief geht oder sowas. Ey, dann bin ich aber richtig sauer. Dann habe ich aber echt die Lust aufs Leben verloren. Und das sage ich euch.
Wenn jetzt hier noch irgendwas schief geht. Okay, das lief auch sehr gut. Aber dass ich da ziemlich gut durchkomme, ist nicht mehr so. Dieser Safe hier ist sehr schwer. Ja, jetzt hat er den blauen getroffen. Ich brauche den gelben. Jetzt hat er schon wieder den blauen getroffen. Verarschen? Wie heißt das Spiel? I wanna kill the Maker. Oder, achso, Maker. Hä? Maker? Achso, Maker. Oh mein Gott. Moment mal, I wanna kill the Maker? Das hat doch auch Mokuteki gemacht, das Spiel. Lol. Na, wo steht geschrieben, dass man nicht in ein Medley-Game ein Spiel aus seinem eigenen Inventar mit hinzufügen kann, ne? Das Lustige an der ganzen Sache ist, so viel... Ich glaube, dass I Wanna Kill the Maker ein Medley-Game ist. Mann, ich brauch den gelben, Junge! Nein! Da habe ich ihn getroffen, aber ich habe ihn nochmal getroffen und dann hat er sich deaktiviert. Tode. Jetzt erst. Ist das geil. Ja, was? Pff. Okay, das war doof. 100 Tode. Jetzt erst hier in diesem Screen. Kann mir das einer nachmachen? Kann mir das einer nachmachen? Ich bin der Piece of Cheesy oder Stinky Cheese von Mokuteki 2. Ich kann diese beiden Fritzen echt nicht auseinanderhalten, diese Hans Meiser. Wer von denen jetzt wer ist. Boah, F-Jumps. In Kombination mit sowas hier. So's was hier. Doch nicht. Es kann auch eventuell sein, dass ich hier gar nicht mehr weiterkomme, weil, ja. Ist es schon wieder passiert? Ey, ich krieg die Krise. Ich habe ihn getroffen, aber dann wieder deaktiviert. Nein, und da bin ich gestorben. Ey, ich kann aber auch gar nichts richtig. Na, wenigstens ist jetzt die Laune wieder da. Aber sie verschwindet so langsam wieder. Danke fürs Durchkommen, Corner Jump. So, jetzt bitte. Ja, okay. Selbst wenn ich ihn aktiviert hätte, ich wäre zu blöd, um da durchzukommen. Ich bin gestorben. Okay, das war richtig blöd. Drück doch es. Dass man die Steuerung nicht ändern kann, ist so kacke. Das ist wirklich für mich der einzigste Kritikpunkt bei dem Spiel. Der allereinzigste. Nein! Ey! Ich bin so...
Aber ich weiß, woran das Problem liegt. Aber ich denke einfach nicht dran, weil ich zu blöd bin und mache es jedes Mal aufs Neue falsch. Ich fass es nicht. Jetzt hätte ich es geschafft, wenn ich den da oben nicht getroffen hätte. Ist das ein Chaos, ey. Meine Laune ist jetzt übrigens wieder im Keller, falls ihr fragt. Was gibt's denn hier? Jetzt habe ich schon wieder den Blauen getroffen. Das gibt es doch nicht. Ja, ja, lacht euch ruhig schlapp. Ist mir doch egal, wenn ihr mir auslacht. Ja. Oh, endlich. Oh. Yes. Dann. Okay, damit hätten wir eine Stelle geschafft, vor der ich ein bisschen Angst hatte. Die zweite ist noch ein bisschen weit weg. Das ist nämlich hier nicht so schwer. Es dauert ein bisschen lang, wenn du halt eben da einmal stirbst, dann musst du halt eben sehr viel nochmal machen. Aber es ist nicht schwer. Lass mich kurz was nachschauen. Ich glaube, der Sound war allgemein ein bisschen leise. Scheiße, ja, okay. Das interessiert mich jetzt aber eher weniger. Dann war der Sound halt eben ein bisschen weit unten. Ja, das kommt halt eben davon, wenn man auf Discord ist, aber okay. So, jetzt sind wir hier durch. Aber das ist mir egal. Die Audio, ich hab's gesagt, es ist mir egal, ob die Audioqualität scheiße ist. Sie ist jetzt zwar scheiße, aber dann haben wir wenigstens ein gutes Ende. So, das ist ja nicht schwer. Und das hier geschafft. Na. Mann. Not Mokuteki. Ja, ich glaube, immer wenn ich Strüng drücke, erhalte ich das Achievement. Ich bin mir nicht sicher, was es damit auf sich hat, aber ich glaube, mit Strüng erhält man das. Not Mokuteki. Was macht Strüng? Na egal. Haben wir wenigstens auch das Achievement abgehakt. Sehr schön. Das läuft jetzt hier. Wenn man bedenkt, wie ich hier im Let's Play einfach abgekackt bin, ne? Na komm, geh da rein, Junge. Puh. Es ist jedes Mal ein beruhigendes Gefühl, wenn man so einen Save Point aktiviert in diesem Spiel hier. Thank you.
Mich juckt's. Jawohl! Wenn man bedenkt, wie ich da abgekackt bin bei diesem Safe da vorhin gerade eben. Das war ja nicht mal feierlich, Alter. Und jetzt rush ich hier einfach. Ja, das ist auch so ein Kritikpunkt, dass man einfach stirbt, wenn man die Decke berührt. Aber das ist ja bei vielen anderen Fangames auch so. Ich will nicht heißen, dass es schlecht ist, aber es ist so, wie es ist. So, jetzt kommt der schlimmste Safe von Stage 2, nämlich der hier. Und zwar wegen dieser Stelle da oben. Ja, so viele Diagonal Jumps hintereinander. Habt ihr Spaß, Leute? Ich habe auf jeden Fall Riesenspaß, wenn ich diesen Safe spielen muss. Und ich muss aufs Klo. Nein, nicht wirklich, aber... Muss ich halt eben da die Kamera... Laufen lassen? Nein! Scheißen Kacken, Adolf. Manu. Mino. 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 Ach, Angeka. Jedes Mal, wenn ich das mache, weiß ich nicht so genau, wie ich das mache. Ich mach's einfach. Scheiße, ey! Ich weiß, wo das Problem liegt. Ich muss immer die Decke berühren. Oh, yes! Yes! Wow! Okay, Leute, wir haben's. Wir haben's. Das war jetzt ehrlich gesagt das Schlimmste. Okay, jetzt muss ich einfach nur noch hier durch und dann hab ich's. Dann hab ich's. Und auf gar keinen Fall vergessen, die Aufnahme zu verkacken. Ey, wenn ich das verkacke, ich scheiß auf den Boden, ey. Wenn ich diese Aufnahme hier verkacke, dann mache ich ein extra Video, wo ich in meinem Zimmer die Hose runterziehe und auf den Boden kacke. Oh Gott, ich hoffe, ich verkacke die Aufnahme nicht. Also will ich auf meinen Boden scheißen. Oh Mann. Jetzt verkacke ich. Aber ich verkacke nicht die Aufnahme. Nehme ich auf. Ich muss es immer so kontrollieren, ob ich überhaupt aufnehme. Das wäre der Horror, wenn nicht. Ach komm, lass mich da durch. Dieser Screen ist im Allgemeinen nicht allzu leicht. Aber nur wegen diesem Abschnitt hier. So, jetzt habe ich's, oder? Nein, ich hab's. Geil. So, für diejenigen, die es nicht wissen, hier haben wir keinen Doppelsprung in diesem Raum. Das heißt, sollte ich runterfallen, dann ist es Geschichte und ich kann halt eben auch nur einmal springen. Das ist ziemlich innovativ eigentlich. In keinem anderen Metal Game gibt es das. Trotzdem hasst das Spiel jeder. Aber ganz ehrlich, es gibt auch gute Gründe dafür. Aber ich mag es. Wow! Jawoll, ja! So, das ist der letzte Screen vom Boss. Und wenn wir beim Boss sind, dann haben wir es sowieso geschafft, weil der ist nämlich Ass. Der ist mega Ass. Ja, so leicht ist er eigentlich gar nicht. So leicht ist er eigentlich gar nicht. Jawohl. Noch so wenig Schritte und dann sind wir beim Ziel.
Das... Naja. Jetzt schäme ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen, wenn ich das hochlade, weil ich am Anfang so negativ eingestellt war. Aber dieser Run hier... Alter, der ist unglaublich. Der lief sogar ein bisschen besser als der Run, den... Bei dem OBS ja abgekackt ist. Heilige Scheiße. Ich darf die Aufnahme nicht verkacken. Ansonsten piss ich mir in die Hose. Jetzt lass mich doch da durch. Muss ich halt eben so machen. Ich glaube, so ist es überhaupt eigentlich gedacht, dass man das so macht. Das ist Glück, ob du da durchkommst oder nicht. Während ich hier meine Shift-Taste vergewaltige. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Lass mich doch einfach nur da durch. Lass mich doch bitte einfach nur diese... Okay, machen wir halt so. Ist der gnädige Herr jetzt zufrieden? Ja! Jetzt bin ich nämlich zufrieden. Komm, first try. Nein, habt ihr das gesehen? Ich war schon in dem Stachel drin. Och, nö. So eine Scheiße. Das Portal hätte sich eigentlich aktivieren müssen. God damn it. Jetzt aber. Na komm, lass mich da durch. Lass mich da durch. Das ist nicht schwer, ich spiele einfach nur übelst scheiße gerade eben. Boah, spiel ich scheiße. Yes! Und da sind wir auch beim zweiten Boss. Geilomatik. Stage 2, congrats. Endgeil, jetzt muss ich das nur noch schaffen. Und das ist ja nicht so die Welt. In Bossen bin ich ja sehr viel besser als in Needle. Als ob. Als ob. Als ob ich den gerade gefirst tried habe. Als ob. Ist das geil, Alter. Es ist schon wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Ich habe mich gefirst tried. Ist das geil. Meine Fresse. Oh, ist das ein abergöttlicher Run, alter Schwede. Was passiert hier, meine Damen und Herren? Das ist einmalig. Und ich muss nur noch das hier schaffen und das ist easy. Und dann hab ich's. Dann hab ich's, Leute.
dann habe ich's. Alter, dann... Nee. Ist das geil, ey. Ist das geil. Ich könnte jetzt in der Theorie auch Stage 3 machen, aber nee. Das würde die ganze Sache nicht so gut abschließen. Weil Stage 3 schon echt kacke schwer ist. Und das würde ich mir jetzt wirklich nicht antun. Ist das geil, Alter. Nee, das glaubt dir keiner. Ohne dass er es sieht. Einfach mal so First Try. Oh meine Fresse, ist das geil. Nee, Leute, das kann nur ich. Das kann nur ich. Und wisst auch warum, weil ich der Einzige bin, der sich so oft mit diesem Spiel beschäftigt. Auf der ganzen weiten Welt. Und ich hab den Boss gleich. Ich hab ihn. Ist das geil. Stage 2. Clear. Achievement. Rein da. Safe. Ja. Boah, also. Puh. Okay, jetzt wartet. Okay. Auf Wiedersehen, Leute. Ciao. Das war so geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin 304 Mal gestorben. Und das Ganze hat nur 35, 45 gedauert. Okay. Ciao, Leute.